Bei der deutschen Splatoon-Bundesliga in Woche 5 in Division 2. Heute spielen Spirit Inc. gegen was Dians. Ich bin Dixmi und mit mir kommentiert der liebe Shio. Guten Tag. Ja, sehr gesprächig heute. Nun denn, in der Gruppe A Division 2 sieht es momentan so aus, dass viel steht für Lifestyle schon in der Alpha, wie heißt die Kacke, wie heißt das, Alpha Bracket, qualifiziert ist. Die möglichen Kandidaten für den zweiten Platz sind Pythons, die stehen derweil 2 Wins, eine Niederlage. Was Dians, die stehen mit 2 Wins und 2 Loses, und Pazilandica haben auch 2 Loses, 2 Wins, und Spirit Inc. hat 2 Loses, 1 Win. Gut, wenn Spirit Inc. heute gewinnt, dann haben sie auf jeden Fall 2-2 und sie haben dann noch ein Spiel in der Nachholwoche. Das heißt, sie können auf jeden Fall noch weiterkommen, so wie Pythons, die müssen auch nur mal ein Spiel gewinnen, um da gute Chancen zu haben, und weil Stallions müsste halt auch heute das Spiel gewinnen. Ja, ich bin gespannt, was für Games wir heute sehen. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant wird es heute. Naja, die erste Map wird dann auf jeden Fall Tom Commando auf Pinakothek sein. Die Map ist sehr, einer der besseren Maps auf jeden Fall. Auf Tower Control muss auf jeden Fall auch sehr wichtig, das Special und Teamplay koordiniert zu usen. Und ja, was hältst du von der Map? Ich persönlich, weiß ich nicht, ich hasse diese Map irgendwie. Es ist so eine Hassliebe. Ich finde so, die Map ist irgendwie so random, entweder funktioniert oder es ist so, man geht komplett unter und kommt gar nicht mehr rein. Deswegen ist es so eine Hassliebe mit mir und dieser Map. Es ist eine Hassliebe. Ja, also ich würde mal sagen, besser als die letzte Woche Clam, also... Ja, das war ja schon ein Ding. Ich weiß ja nicht, haben wir wieder Clam Manta drin? Nee, Clam Manta werden wir heute verschont. Danke. Es fehlt noch ein Spieler von Was Dians? Schoko fehlt. Den Namen. Schoko fehlt. Schoko fehlt. Das ist der Blaster-Spieler. Blast du, oder? Ja. Jo. Dann warten wir mal auf den. Ja, wie war dein Tag heute? Ziemlich anstrengend. Erstmal aufstehen, direkt wissen, oh nee, daher wieder arbeiten. Dann zur Arbeit. War relativ stressig heute. Beste Wahl, ich fang gerade an, hab gerade noch angefangen zu kochen. Und hab mir gebratene Nudeln gemacht mit Sprossen, mit Puten geschnetzeltes, Paprika. Warum so gesund? Warum so gesund? Weil Gesundheit, ein bisschen Gesundes muss man ja natürlich auch essen. Ne? Ja, und ja, was ist mit mir natürlich passiert? Ich hab meine Hand erstmal verbrannt. Das ist mir gefühlt seitdem ich jetzt schon seit 2 Jahren von selbst koche, mir noch nie passiert, so gesagt, ist mir das erste Mal heute passiert. So was ist, ich schmeiß diesen scheiß Nudeltopf runter. Er bleibt so drauf, dass halt die Unterseite des Topfes auf dem Boden liegt. Und was ist, Alter, das ganze Laminat ist verloren. Ich hatte danach überhaupt gar keinen Bock mehr auf mein Leben gehabt. Alter, stark. Das Beste war auch noch, ich komme nach Hause und mein Internet hat nicht funktioniert. Oh. Und trotzdem sitzt du hier. Ha. Wunderschön. Na, was tut man nicht alles für die DSP? True. Wir wollen ja hier keinen Ärger bekommen. Und wir bekommen ja auch eine nette Bezahlung hier. Sonst würden wir das Ganze ja auch nicht freiwillig machen, würde ich mal behaupten. Ja, der vierte Spieler ist noch immer nicht da. Ich weiß nicht, Regelwerk. Der kommt sofort. Ich meine, er hat ja noch 5 Minuten Zeit. Ja, wir werden bezahlt. Die Bezahlung ist Liebe von Glacy. Eine sehr wertvolle Bezahlung. Okay. Da ist auch der letzte.
Wir müssen auch hier auf Allmann schauen, ob auch der Ingame-Name hier korrekt ist. Ja, man kann den Ingame-Name erkennen. Wunderschön. Ja. Damit würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall jetzt in die erste Runde. Ja, würde ich auch sagen. Auf Turmkommando Pinakuetik. Ja, jetzt musst du hier kommentieren und streamen. Na, ist ein Krampf, ne? Also, ja. Ich sag lieber nichts dazu. Also. Ist schon bodenlos, was halt alles passiert ist und jetzt noch sowas. Also ich sag mal so, es kann jetzt auch noch ein scheiß Meteorit auf mein Haus fallen. Es kann Blitz einschlagen gleichzeitig. Ich würde einfach nicht umkippen, das würde mir scheißegal sein. Aber das Ding ist, ich wette so 100%, wenn das beides passieren würde und ich das überleben würde ohne einen Kratzer, würde ich einfach auf ein Stück Seife ausrutschen und einfach mir das Genick brechen. Geil. Alter, also das ist auf jeden Fall ein guter Tag heute, wunderschön. Das wäre dann irgendwie vorbei, würde ich mir jetzt keine Sorgen mehr haben. Ich lieb's. Na, leider kann ich nicht high kommentieren. Das wäre schön gewesen. Es war das letzte Mal hier, war ja sehr unterhaltsam. Leider kann man dich heute hören, also. Ja, aber ich dafür darf ich heute nichts nehmen. Also ich mach ja, nichts. Oh, morgen ist auch leider kein Feiertag, also ist ja auch sehr kritisch hier. Dafür ist Freitag, also zumindest bei uns, frei. Aber ja. Was, echt? Ja, schulautonom. Von der Schule an Feiertag. Easy. Okay. Na dann, wir kommen hier in Splatoon rein. Wir sehen auf jeden Fall eine sehr aggressive Comp von Spirit Inc. Und ein Elite auf Seiten von was ist das für ein Name? Vastayans. Ich sag jetzt Vasi. So. Vaseline. Die erste Crab von Spirit Inc. wird auch auf jeden Fall auf Platt geused. 3-3-Situation für beide Teams. Spirit Inc. hier auf jeden Fall die Möglichkeit, den Turm zu pushen, aber sie zögern auch ein bisschen. Ja, sie haben auf jeden Fall einen weiteren Pick auf den Shot rausbekommen. Der Splash geht jetzt auf jeden Fall auf Tower. Hat auch wieder das gleiche seine Crab ready. Und seine Mates usen auf jeden Fall den Cool Cooler. Und ja, der Splash chillt am Tower. Da kann sich auf jeden Fall jetzt hinsetzen und erstmal ein bisschen chillen. Das stimmt. Jetzt geht's ja aber, ich versuche da ein bisschen mit rein zu pushen. Oh, was ist denn jetzt der T-Deck, oder? Der T-Deck hier auf jeden Fall last jumped out. Eine richtige Entscheidung. Ich glaube, der andere ist aber reingeschaut und stirbt. Huch. Gut, dass die Kamera auf den Jungen nicht war. Ich kann es ja gerne klippen. Da kommen die nächsten X-Rays rein vom Painten. Ein bisschen Control zu holen, das ist ein der erste Trade. Trade von zwischen okay. Den. Ja. Auf jeden Fall was Stians hier auf jeden Fall einen kleinen Vorteil. Der war auch schon wieder weg. Spirit Inc. hat auf jeden Fall die Möglichkeit hier etwas machen zu können. Oder auch nicht. Das sind zwei Tod auf der Seite von Spirit Inc. Na, jetzt das mal einer last. Jetzt geht's endlich mal richtig los für das Stian. Jetzt haben sie endlich umgeschalten. Der Shot geht mal ein bisschen weiter vorne, der Blaster ist auch vorne. Ein Plus 2 Plaster auf jeden Fall wohl angemerkt. Er muss ja erstmal kurz reinkommen, weil er ein bisschen verspätet ist. Ich weiß ja nicht, was er gerade gemacht hat. Vielleicht spielt er auch gerade seine erste Runde, muss sich erstmal kurz einspielen irgendwie. Ja, sowieso. Braucht sich aber nicht einspielen hier in Splatoon. Splatoon hat man hier in. Das verlernt man nicht, das Fahrradfahren. Das ist wie Fahrradfahren. Ist aber alle auf der Seite von Vastayans sind jetzt tot. Das heißt, ich müsste jetzt langsam mal jetzt Dampf geben hier. Der Charge hat auf jeden Fall White bisschen used auf seinen Cooler. Stirbt aber am Blaster ein bisschen reingefiedelt. Der Blaster auf jeden Fall die Möglichkeit hier einen Trail rauszuholen. Schafft es aber leider nicht. Aber der Shot kommt ihm zu Hilfe. Ist relativ gut verteidigt geworden. Dem ist recht even bis jetzt. Auf jeden Fall kommt wieder die nächste Crab von Spirit Inc. Die Buja stirbt und konnte nicht mal die Buja werfen. Auf jeden Fall, das Dash jetzt right gechoppt, geht wieder auf Tower. Der Shot auf jeden Fall right hier mit den zwei Double Kills, auf jeden Fall sehr wichtig für die Spielsituation. Er hat auf jeden Fall jetzt ein paar kleine Probleme mit der Maschine. Oh, da ist die Maschine tot. Das ist jetzt 3 gegen 3 Situation, 2 gegen 2 Situation.
Was da jetzt toppt, die jetzt in mid rein, der Shot. Der Shot von Splitting sieht das und versuchen abzuhalten. Der Shot jumped out. Wichtig fürs Team. Auf jeden Fall hat jetzt Spirit Inc. hier Möglichkeiten, hier den zweiten Checkpoint, glaube ich, zu holen. Ja, der Elite Snipe of Tower. Aber ich glaube, sie gehen jetzt lieber zurück, weil das schon ein bisschen kritischer geworden ist für die. Aber Spirit Inc., der Shot ist heute, hat einen guten Tag erwischt. Und schafft hier. Ein schöner Kill. Boah, der sieht stylisch aus. Und das war so auch richtig noch rein. Zwei X-Tracks ja, reingehauen, das heißt 6 Stück. Auf jeden Fall Spirit Inc. hier vorne fighten noch den Blaster gemeinsam. Können den theoretisch jetzt Double Team, aber machen es jetzt nicht. Zwei. Ein bisschen solo geused, fand ich. Ja, ich glaube, ja. Vielleicht dachte er sich, ey, man kann mehr aus der Situation machen, weil es ja davor noch mehr am Leben waren. Aber die sind dann schnell gestorben. Egal. Ich war hier ein bisschen reingefeedet, aber der Blaster ist auch noch gestorben. Spirit Inc. haltet das auf jeden Fall sehr clean. Und derweil ein bisschen jetzt noch keine Falls auf jeden Fall. Kommen jetzt die Brüder von Vastayans, stirbt aber direkt, Alter. Du hast gerade übelst geschreddert. Alter, als Happy Meal gratis oder so. Das nimmt man einfach mal mit. Nee, was war mal gut in den Happy Meals? Nicht. Das war nochmal ein geiles Spielzeug. Oder keine Ahnung. Das war ein geiles Spielzeug. Ja, dann kauft man sich das letzte Mal ein Happy Meal. Das letzte Mal, dass ich mir ein Happy Meal gekauft habe. Ich glaube, das war schon 16 Jahre her. Da waren noch gute Sachen drin im Happy Meal. Ich jetzt schon wie diese. Ja, da waren die noch nahrhafter als. Aber egal, Splatoon. Ja, Spirit Inc. holt das erste Set. 1-0 für Spirit Inc. Auf jeden Fall sehr cleanes und auch even Game besetzt. Ja. Na gut, das wird auf jeden Fall spannend. Nochmal zum Kill vom Shot da, der den er dann beim Tower rausgeholt hat. Kennst du dieses Gefühl, wenn du hast so dieses Gefühl, wenn du weißt, wie lange du auf einen Gegner draufhalten musst, bis er stirbt, ne? Ja. Und dieses Gefühl hat er hat einfach draufgegangen, wusste in diesem Moment, jo, er stirbt jetzt und ist direkt wieder mit der Kamera woanders hingegangen. Das sah sehr satisfying aus, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr befriedigendes Gefühl. Ja, ja. Ich hoffe, das hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht hier. Auf jeden Fall, die zweite Map wird Oberer zum Goldfisch auf Störwerf sein. Oh, Jesus Maria. Störwerf, was hältst du von der Map? Scheiße, ich mag die überhaupt nicht. Mag die überhaupt keine, ja. Also, ich finde, das ist einer der schlimmsten Maps überhaupt. Also, ich weiß nicht, viele mögen sie, aber ich persönlich feiere sie überhaupt nicht. Erst recht nicht, wenn das Gegner-Team auch noch irgendwie ein Range-Blaster, eine gute Sloshin oder sowas hat. Ich werd diese Matches dann auf jeden Fall gar keinen Spaß haben. Ja. Vielleicht lasse ich einfach raussappen in dieser Woche. Oder so, ihr verschiebt einfach. Verschiebung ist da auch. Sorry. Aber auf jeden Fall, ja, Störwift auf jeden Fall, ja. Auf Zones kann man sie noch spielen, aber Rainmaker weiß ich nicht. Rainmaker ist auch noch lustig, wenn ich mit Yoshi spiele. Auf jeden Fall kann man hier auf Top Left pushen und auch über White, beziehungsweise mit hier hinten. Naja, der Elita ist gestayed. Diesmal eine Brush hat einen Shot. Interessant, vielleicht geht die Brush auch genauso ab wie der Shot. Oder vielleicht auch mehr. Die Kamera geht doch direkt in den rein. Ja. Ein bisschen seine Aktionen an. Auf jeden Fall steht er hier mal ein bisschen ihren Snipe. Schon zwei Tote auf der Seite von Spirit Inc. Das ging relativ schnell. Das stimmt. Aber hat ein bisschen auch den Elita zu gelangen. Richtig Spaß jetzt die Runde. Ja, der richtig Bock. Schau ihn da an, wie er left hier wieder um sein Leben steht. Um sein Leben gefällt. Mein ein paar Killer-Wills reinkriegt. Aber stimmt da auch noch an dem Brush? Der Brush hier ist ein bisschen sehr aggressiv. Viele auf jeden Fall das machen, wieder von hinten gepusht und gepickt. Oh, schade. Das schaut auch ein sehr interessantes Set. Hier geht auf die Ink Strikes. Auf jeden Fall, was Dians hat ja auf jeden Fall die Mid-Control mit dem Rainmaker. Die müssten, haben aber nicht mehr lange Zeit, das heißt, müssen sie auf jeden Fall ein paar Points machen, bis sie sterben. Entscheiden, genau. Oh, er fällt auch noch runter, aber kriegt noch fällt den Kill auf den Brush raus. Ja, auf jeden Fall hier die Cap, glaube ich, draußen von Spirit Inc.
stirbt jetzt auch durch den Shot und der Eli, da muss jetzt auf. Er jumpt rein. Falls ist Vita im Stich gelassen, jump? Ich glaube nicht. Nee. Diesmal nicht. Oh, schöner Kill vom Eli da. Diesmal nicht. der Eli da auf jeden Fall seine Ulti ready. Mehr Wavebreaker. Was Dianz hat auf jeden Fall die Möglichkeit, hier etwas zu machen, aber der Eli da wird gepusht durch die Brush. Na, die jumpt erstmal, oder? Ah, die Brush stirbt. Oh, sie der erste durch. Checkpoint für was Dianz. Der Blaster hier wieder hier ins Left Street. Chillt auf jeden Fall sein. Oh, er konnte er nicht so chillen. Die Crap, ne, der Shot hat ihn gepickt. Crap und Shot gefühlt waren das noch. Ja. Auf jeden Fall Spirit Inc. muss hier wieder. Hat den Double Kill geholt. Auf jeden Fall Spirit Inc. die Möglichkeit hier den dritten zu bekommen. Elite Last und Spirit Inc. kann jetzt auf jeden Fall pushen, wenn sie den Rimmel picken. Die haben sie gepickt. Ja, der Shot fällt runter. Geiles Movement. Jetzt egal. Ist das runtergefallen komplett. Auf jeden Fall erste Checkpoint auch für Spirit Inc. Ein jetzt Punkt left vor den Lead. Ja. Na, wie garten das coole, Ding komplett. Der coole steht auf jeden Fall neben den Checkpoint. Der chillt auch sein Leben. Die einen Dose kann man sich noch holen, eine Cola und die Cola ist weg. Auf jeden Fall, was da jetzt muss sie wieder ins Spiel ein bisschen reinfinden, um da wieder die Kontrolle zu bekommen. Aber sie werden immer weiter gepusht, aber die Crush stirbt von Spilding. Es sind auf jeden Fall zwei tot jetzt auf der Seite von Star, von Spilding. Spilding. Das könnte jetzt mal die Chance sein, für was da jetzt richtig zu pushen. Das stimmt, die Push auf jeden Fall right, left top. Left top, ja. Ja. Brush fliegt ein bisschen rein. Bekommt ein Kick? Ne, ich glaube nicht. Das war's mit der Brush. Na, die pusht mich, aber sie ist noch am Leben. Jetzt ist sie drin. Oh, nice. Snipe vom Eddie da auf jeden Fall. Ne, der Blaster, Alter. Blaster, Alter. Ich glaube, dem gefällt die Zone jetzt. Hier bekommt auch noch den Try hier. Die Bush fiedet da, also droppt da auf jeden Fall rein. Vielleicht stirbt er auch durch den Blaster, aber der Blaster wird doch weit gepusht. Er bekommt den Direct! Der Blaster! Der kriegt auch noch einen! Der Blaster! Kommt noch einen dritten? Der hat einen dritten! Der Blaster kommt noch einen vierten! Oh mein Gott! Bald den Try! Bald den Try! Oh, der Blaster! Der hatte gerade. Moment gewesen. Er hatte seinen Glücksmoment gerade, Alter. Richtig fette Glücksmomente. Der Blast auf jeden Fall wieder hier im Game. Hier drinnen. Muss aber auf jeden Fall rausgehen, weil Spirit ihn weiter pusht mit. Er versucht ein bisschen die Kontrolle vorne zu halten. Oh, nice. Oh, der Blaster, Blaster, Blaster. Ja, jawohl, Blaster. Shogu, bester Mann, ich liebe dich. Auf jeden Fall der Blaster pusht auch die Brush, aber die Brush kann entkommen. Die will einfach die Elite töten. Die ist deswegen. Ja, die Brush. Oh, er wollte ihn so tot sehen. Oh, er wollte ihn, Alter. Okay, Spirit Inc. hat jetzt nur noch 30 Sekunden was zu machen. Theoretisch und auch noch plus die 30 vom Rainmaker. Das stimmt. Oh, ein schöner Direct vom Blaster. Kriegt noch einen Direct. Oh, noch einen, Alter. Was hat er genommen? Ich glaube, die Verspätung hat ihm gut getan. Vibe für was da ins an Spirit Inc. Ja, ich glaube, jetzt stehen die eigentlich nur mal hinten. Ja. Was dann, das macht das klug. Sie brauchen nicht mehr pushen. Stehen die letzten 10 Sekunden. Hier wird aber noch gepusht. Aber ich glaube, ja, man stirbt auch. Ja, das ist jetzt 1-1 für was da Jens. Sie haben auf jeden Fall den Gleichstand geholt. Na, das ist so gesagt, der erste Punkt für was da Jens. Wunsch, der Blaster ist auf jeden Fall richtig abgegangen, ey. Der hatte richtig Bock. Ich glaube, der hat auf diesen Moment gewartet. Auf diesen Moment. Er hat auf nichts anderes gewartet. Jetzt wieder ausgewechselt, pass auf. Der hat gedacht, komm, mein Job ist getan und jetzt gehe ich einfach. Jetzt gehe ich meine Seller spielen. Ja, jetzt gehe ich Seller spielen. Ah, er bleibt. Okay, ich glaube, er muss hier noch weiter die Lobby zerstören. Gut. Auf jeden Fall. Wir hätten einfach mal eine Abstimmung machen müssen, einfach der Blaster gegen die andere. Nee, nee. Wir sind ja unparteiisch und wir sind ja komplett neutral. Wir mögen beide Teams, wir lieben euch alle.
Ja, ich bin ja Coach für Spirit Inc. Ja, vielleicht kein aktiver Coach, aber ich bin Coach. Also mein Herz geht natürlich für Spirit Inc., aber ich bin hier unparteiisch. Wann Fortnite nach DSW. Naja, jedenfalls ist die Nach der nächste kompletten Map. DSP oder eher so Ja, DSP? wenn die DSP sich auflöst, danke, wer war der Twin. Naja, die dritte Map ist auf jeden Fall Muschelchaos auf Manta Maria, oh Jesus Maria Christus. Ja, deine Meinung zur Map? Scheiße. Also viel zu Scheiße. klein, also irgendwie kommt, wenn man da irgendwie einmal Aber gewiped die wurde wird. ja größer gemacht. Die wurde ja irgendwie Ja, 2003 was größer denn? gemacht. 2 Pixel oder was? Jo, 5 Pixel oder was? Ja, ich glaub's auch. Der wird größer gemacht um 5 Meter, weißt? Das kann's ausmachen. Ja, ein Scheiß, ey. Irgendwo im Spawn hinten wurde es vielleicht um 2 erhöht. Auf jeden Fall kommt gleich für Spooling außer das Splash Ruder zu Machine. Und wir haben jetzt einen Fire Fin Charger. Gott, wie Und geht die ein automatische Rapid. Kamera nochmal? Keine Ahnung. Ja. Spirit Inc. auf jeden Fall Scheiße. hier auch in Mid, aber Dipper stirbt durch den Blaster wieder. Oh, der Rapid, oh ja, komm Rapid. Oh. Zwei Tote auf der Seite Der von Rapid hier Spirit noch ein Pick. Ich glaube, der Blaster ist es. Er stirbt an der Bombe, oh, das war wahrscheinlich nicht geplant. Dipper hier auf jeden Fall on top. Wischt hier einfach mal hier und hin und her. Inc. Ein bisschen Paint holen für das eigene Ja. Team. Bisschen Bodensaum machen. So eine Reinigungsfirma oder was? Ich kenne jetzt leider keine Reinigungsfirma. Na mehr. Oh Gott, der Blaster macht sein Ding, aber doch nicht. Ja. Das war aber ein schöner Kill von dem Sash. Geht jetzt nochmal rein, versucht den gleichen Trick nochmal und es hat sogar fast funktioniert. Jetzt Auf gibt's jeden einmal Fall, eine fette Cola und ein Monster für jeden. Keine Ahnung, wer da was da alles drin ist. Auf jeden Fall können die, was sein das war, aber stimmt, aber leider vom Korb. Die Oh, Maschine der hat hier Blaster? irgendwie. Der Blaster im 1 gegen 1 gegen die Brush. Die Brush muss eigentlich Oh mein gewinnen. Gott. Oh, Das war Brush auf jeden gewinnt Fall auch. gerade ein Battle der Götter irgendwie. Die 52 in Mid von was Diamonds. Auf jeden Fall, Spirit Inc. Houston meine eine Booyah. Und der Try ist wild bei Spirit Inc. Bist Stirbt doch aber hier langsam mal ein fast. bisschen Aggression aufbauen. Oh, nice, Das stimmt. nice Kill vom Charger von Bastian. Die Slasheen Injet versucht von. gerade ein bisschen zu deffen, zusammen mit dem Rush. Klappt sogar ganz gut. Auf jeden Fall hat Bastian wieder die Chance rein zu pushen. Auf jeden Fall, sie haben zwei Picks, haben leider keine Ultis, weil sie vorhin geused haben. Aber Spirit Inc. hat auch keine Ultis und Spirit Inc. stirbt wieder zu zweit. Das Verschieben versucht ein Die bisschen zu Maschine halten. wird. Die Maschine ist last. Der Shot ignoriert die Maschine. Sie können auf jeden Fall den zweiten Pick auch noch reinhauen. Jawohl. Die Da kommen Verschieben noch ein trifft paar gerade. Pickups. Das Verschieben trifft wirklich gerade sehr viele Indirects und so weiter. Leider aber niemanden gepickt bekommen dadurch. Das Ja, der ist hatte schade. wahrscheinlich einfach die Hilfe von seinen Teammates gebraucht hier. Damit das schneller funktioniert, die Kiste bekommen. Auf jeden Fall, was Dianz jetzt Push auf 60 geholt und Spirit Inc. Muss hier auf jeden Fall die Ultis koordiniert reinlösen und mal gescheit pushen. Aber irgendwie sterben sie nur. Oh, der Shot stirbt jetzt auch durch den Blast, durch den Shot. Und was Dianz hat die Möglichkeit hier nochmal scoren zu können. Also das Taians hält weiterhin einfach die Mitte. Spirit Inc. müsste sich langsam mal was einfallen lassen. Oh mein Gott, dieser fucking Inkjet-Shot gerade. Vom Blaster war auf jeden Fall sehr schmackhaft für ihn. Der Charger used auf jeden Fall hier seinen Move mit den Skid Rolls. Zeigt hier, was für ein geiles Movement er hat. Wie wir auch seinen Time haben. Der Seite von Spirit Inc. versuchen die Leute gerade gut zu deffen. Versuchen gerade auch irgendwie einen Pick zu holen, damit sie rauskommen können. Ist aber gerade ein bisschen schwer. Die Buja geht da irgendwie ins Nirgendwo. Oh, jetzt ist ein Konnte Pick aber gefallen. Jetzt müssen die auf jeden Fall mal was machen jetzt. Spüren 3 gegen 3 Situation. Oh.
Es bringt tradet irgendwie nur. Das ist nicht gut. Ich schaue auf jeden Fall Last auf deren Blatt. Kommt er eine Blast natürlich, bekommt er ihn nicht und stirbt. Oh, da hätte er, glaube ich, rausstampfen müssen. Das stimmt. Oder einfach Scharken. Genau. Weiß nicht, aber hier nicht weiter bewegen, dass ihn jeder sieht. Auf jeden Fall Spiriting. Die sollen jetzt auf jeden Fall ziemlich rein, was da haben, um sich den safe Sieg zu holen wohl. Das stimmt. Spiriting hat auf jeden Fall starke Probleme, da einen Öffnungspick zu bekommen, ohne direkt wieder zu sterben. Das sieht nicht grad, gut aus. Genau, sie fangen gerade die ganze Zeit Picks auf beiden Seiten, aber irgendwie passiert auf beiden Seiten gerade gar nichts. Ja, es sind alles so ein bisschen unnötige Picks, also schön, dass sie fallen, aber spielgeschehen bringen sie nicht weiter. Auf jeden Fall kommt hier noch ein paar Ultis von Spirit Inc. rein, die hier auch zwei Picks haben, aber... Der Blaster holt sich da, glaube ich, gerade ein Triple. Der Blaster, ja. Ja. Auf jeden Fall 2-1. Das ist jetzt die letzte Chance von Spirit, irgendwas zu machen. Das stimmt, Verlängerung angebrochen. Sie müssen jetzt irgendwie rein. Aber ich glaube, die Zeit wird jetzt wahrscheinlich jetzt nicht mal reichen. Im PC von jetzt schon reinlaufen, genau. Sie ja, die Zeit reicht nicht. Das ist das Game für Vastaians. Die Zeit wird nicht reichen. Und es steht 2-1 für Vastaians. Ja. Auf jeden Fall sehr dominantes Spiel von Vastaians. Man fragt sich, wo die Dominanz von Spirit Inc. Aus Game 1 ist. Hin ist. Vielleicht lassen sie sich auch noch mal kurz ruhig angehen und zeigen sie gleich. Ja, mal. Ja. Vielleicht bekommen sie gerade noch Massage von Freunden oder so. Legen sie ja kommen. Kurz Leben chillen, wir haben Zeit der Welt und jetzt legen sie richtig los. Ich meine, jetzt ist die nächste Map Herrschaft auf Schnapperchen Bizarre. Vielleicht kommt die jetzt auch einfach mit Double Crab und denken sich, jetzt gehen wir alles. Wir wissen es nicht. Ja, alles oder nichts. Findest du die Map? Schnapperchen? Finde ich die Map, ja. Recht gut, glaube ich. Also. Spielerisch kann ich die einigermaßen gut spielen mit Splash. Da feed ich nicht wie ein Huhn rein, aber. Ein ja. Huhn? Naja. Nein, ich habe von früheren Freunden gelernt, wenn du beleidigen willst, aber du gerade, also nicht beleidigen willst, aber gerade nicht gut drauf bist, dann sagst du einfach Huhn. Huhn ist einfach Beleidigung für alles. Ja, ja. Kranker Fact auf jeden Fall. Merkt euch das auf jeden Fall. Ja, ja. Na, ich finde die Map relativ. Ich finde die Map sogar neutral. Ja. Die ist nicht schlimm, die ist nicht ekelhaft oder so. Besser als Sterwerf, ne? Ich spiele alles lieber als Sterwerf, wirklich. Gut, auf jeden Fall hier Schoko, er überlegt sich noch, überlegt nicht mehr. Überlegt man muss sich hier nur beschweren. Naja, was, welcher Blaster? Ja, also er hat ja nicht viel Möglichkeit. Rapid, Range, oder normalen Blaster. Oder Luna. Einfach Luna. Hier kommt Luna. Luna, ja! Großer, bester Mann, Schoko, jawohl! Auf jeden Fall hier, als Spirit Inc. hat auch Expo rausgebracht und den Viper. Einfach fast einen kompletten Comp-Wechsel. Stimmt auch eine Laut. Das kann interessant werden. Leider keine Double Crab, sonst würde ich. Ein Explo. Explo ist halt schon ziemlich stark, so. In Zones auf jeden Fall. Er muss nur gut spielen. Und seinen Vorteil auch ausnutzen können. Der Elite kann, glaube ich, picken von seinem anderen Snipe, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier, Bilding direkt ein paar Picks. Auch den dritten, der Luna Last 15 Stamp trifft leider nicht, knapp. Er wird jetzt zu Tode gepusht vom Viper, der Arme. Ich glaube, Spirit Inc. ist sauer, ganz sauer. Ja, deswegen auch der Kompwechsel einfach. Also. Ja. Der kommt jetzt. Auf jeden Fall Spirit Inc. ganz weit vorne versuchen, die Stellung zu halten. Haben auch den Stamp ready. Stamp geht jetzt rein, bekommen wieder zwei Picks. Sie kriegen doch noch einen dritten Pick. Elita stirbt nicht, keine Ahnung, ich glaube, er wird sterben.
Auf jeden Fall, der Elida konnte sich safen. Was da ganz, muss sie jetzt auf jeden Fall rein, die Naut chillt da unten. Warum chillt die Naut da unten, Alter? Die Luna kann ihn easy rauspicken. Und das macht auch. Der Elida, schöner Pick in Zone. Explo-Pick, aber jetzt müssen sie reingehen. Das müssen sie jetzt echt ausnutzen. Ja, jetzt müssen sie auf jeden Fall die Ulis rein. Das tun sie auch. Den Link schon und bekommen die Zone. Auf jeden Fall, was Science jetzt die Möglichkeit pushen zu können mit der Zone. Spirit muss jetzt wieder reingehen. Ich hoffe, sie verlieren hier nicht die Dominanz, die sie am Anfang hatten. Auf jeden Fall Spirit hier einen Pick, vielleicht einen zweiten Pick auch noch, aber der Luna auf jeden Fall ein Trade stark, aber der war aber bekommt den Kill an Luna. Jetzt muss was Science halt wieder was machen. Wobei, sie haben das noch kurz Zeit, gut. Der Timer läuft ja noch runter. Sie haben ja noch circa 25 Sekunden Zeit. Auf jeden Fall, was da jetzt hier left und die Naut, also, nochmal. Die Naut pusht left den Shot und bekommt auch den Pick. Oh, da, jetzt wird links kurz die Zone aus den Augen gelassen, haben sie direkt verloren. Ich glaube, da ist der Pick hier eigentlich nicht zu bekommen. Left die ganze Zeit Leute. Ja, Spirit Ink fehlt auf dem Blaster. Sie brauchen auf jeden Fall die Naut, um die Range auszunutzen, aber der Blaster bekommt beide die Picks. Der Blaster hier unschlagbar. Auf jeden Fall, der Stem geht auf den Blaster. Oh mein Gott! Gäbe es die MVPs noch, wäre der Blaster auf jeden Fall MVP. Wenn nicht, dann Schiebung. Auf jeden Fall, Spirit Ink muss auf jeden Fall hier jetzt die Ultis ranholen und die Zone zu bekommen, um nicht die Lead zu verlieren. Oh, das ist der Crab. Stam kommt reingeworfen. Oh. Oh. Ja, die Lead, aber die aber bekommen die Zone. Es ist jetzt kein krasser Lead-Verlust auf jeden Fall. Man kann auch nicht mehr viel verlieren, aber ne. Der Blaster auf jeden Fall wieder weit. Die Push läuft weg. Er weiß genau, was passiert, wenn der Blaster pusht. Oh, zwei gegen vier Situationen. Ah, der Expo Last. Das ist wieder der Vorteil für Vastaians. Der Blaster holt sich seinen wunderschönen Pain Twice halt wieder. Ich kann damit auf jeden Fall ganz viel halten, wenn er jetzt so. Stimmt. Auf jeden Fall Spirit Ink muss er jetzt reingehen. Sie fliegen ein bisschen, aber noch kein großer Verlust hier. Sie brauchen jetzt auf jeden Fall die Zone. Die Ultis kommen ein bisschen early. Sie machen nichts aus den Ultis. Müssen auf jeden Fall jetzt eine Zone reinpushen, was sie jetzt auch machen werden, bekommen auch den Cap. Es Spirit Ink braucht jetzt nicht mehr verpickst. Timer läuft weiter stimmt. Runter. Aber Spirit Ink braucht nicht nur die Zone, sondern auch Picks. Bringt ihnen nicht, wenn sie nur die Zone behinken. Und die laut. Also ich spiele halt JP split so. Naja. Auf jeden Fall wieder zwei tot von Spirit Ink. Da muss jetzt, glaube ich, noch ein Wunder passieren, dass Spirit Ink das jetzt noch holt. Eine Chance haben sie auf jeden Fall noch. Ein Pick, stimmt, auf mein, ein Pick auf meinen Seiten, zwei Picks auf der Seite. Auf jeden Fall, jetzt muss Spirit Ink rein. Spirit Ink muss jetzt in die Zone, bekommt den Kill. Der Blaster den macht Jump, der Jumper muss, der Splash stirbt jetzt wahrscheinlich. Oh, wie's, er verfehlt! Der Stamper will den Kill mit, der Stamper will den Jump mit dem Kill, mit dem Stamper bekommen. Aber, so er wollte ihn so tot sehen. Alter. Der Stamp hat so gechoked auf den Chamber, unglaublich, da wollte der Stamp einfach zu viel. Sie müssen die Zone halten, kriegen sie die brauchen die Zone, aber es schaffen sie nicht, oh mein Gott. Ich glaube, das war, ich bin mir ganz sicher, hätte der Stamper, also der Viper, mit dem Stamp hier den Chamber nicht verfehlt, weil er einfach zu geil auf den Stamp-Kill war, dann hätte die nicht dauernd defeated und Spirit Ink hätte auf jeden Fall bessere Ausgangssituationen gehabt. Ja, also leider ist es sehr situationsabhängig, was da passiert ist und leider hat er sich dann wohl falsch entschieden oder eher gesagt, leider reingezogen. Das stimmt und ich glaube jetzt auch 3-1 für Vastaians. Genau, 3-1 für Vastaians. Kommt schon, Spirit Ink. Los. Wie gesagt, eure Dominanz aus der ersten Runde. True, ja. Wir wollen in Game 19 hier. Wir wollen Chio noch den Abend versüßen. Also, ja. Leute. ich meine, ich kann. Auf Twitter sehr, Mann. Kann dir ja auch den Abend versüßen mit meiner wunderschönen Stimme.
Uwu? Ja, ich weiß nicht. Nee, nee, okay. Du bist ein Huhn, halt's Maul. Hallo, lass die Hühner in Ruhe. Nee. Kein Huhn, schade. Bock, 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 bock. Bock, bock. Wie findest du die Mad Mode Kombi, Tom Commando und Zeta Serma? Ja, also spielbar auf jeden Fall. Aber das hier merkt auf jeden Fall eine solide Map, aber Tomb Commando feiere ich jetzt nicht so, weil irgendwie richtiger Krampf ist, dort immer zu pushen oder irgendeinen Checkpoint zu holen. Und ja, in Zone ist es besser. Zone ist besser. Ja, Tomb ist halt entweder einmal durch und hast gewonnen oder. Oder auch nicht. Weil Gegner macht einmal durch und hast gewonnen. Auf jeden Fall hat hier auch, was Dians wahrscheinlich wieder den Blaster, der Blaster wird wahrscheinlich eh wieder alles auseinandernehmen in der Defense, aber egal. Ja, der Luna wieder da, mit Machine. Gute Verteidigung. Also auf die, ne? Genau, wieder auf die erste kommen. Das stimmt, vielleicht klappt es jetzt wieder besser, ich weiß es nicht. Na, hoffen wir mal. Auf jeden Fall, die mitgehört wahrscheinlich eher, was Dians. Luna holt sich direkt den ersten Kill nach 10 Sekunden. Und er bekommt ja auch den Flank. Stirbt. Oh mein Gott, Alter, Early Vibe. Und ja, Sainz hatte die Möglichkeit hier Positioning zu einzunehmen und zu pushen. Der 2-4 der bekommt den Kill. Er ist irgendwie im Tower Stuck. Hilfe. Die Crap kommt von Spirit Inc. Sie kommt vielleicht den Pick. Ja, sie bekommt noch den Pick. Der Blaster Flank. Oh, ich glaube, nicer Save von Try. Der Zweite ja. Nicht gesaved, wäre der Stretch auf jeden Fall gestorben. Definitiv. So, damit starten sie jetzt den ersten Push. Die Bombe kommt doch reingeflogen. Peter watcht den Tower. Es wird komplett geinkstormt auf den. Auf der Platz. Das war zu aggressiv von dem Dreier-Schwapper gerade. Ich glaube, er muss noch ein bisschen sein Playstyle mit Try herausfinden. Man kann es den ja her sagen als sein Coach, ne? Naja. Ja, leider bin ich auch die Person, die ihm gesagt hat, dass er Try spielen soll, aber pst. Aha. Ja, aha. Also wenn Franz mir dann mich einen Kuss. naja, jedenfalls, was Dians hier wieder die Möglichkeit reinzupushen. Spirit Inc. die Möglichkeit reinzupushen. Oh, nice Pick auf den Luna mit dem Inkstrike. Das stimmt. Von den guten Champions. Das Dash stirbt am Tower. Der Luna choppt auf jeden Fall rein, bekommt hier wahrscheinlich noch ein paar Merkels. Die jumpen jetzt aus, Left Side, der andere will aber noch stayen. Oh mein Gott! Oh, der Shot! Chappi hat gerade richtig Bock auf den Luna. Der nimmt gerade die ganze Zeit den Luna auseinander. Dann holt sich jetzt auch noch den Jumper, komm. Er holt sich nochmal den Luna, kriegt immer noch Schüttel und kriegt einen Quad. Chappi hat Schnapp gemacht, oh mein Gott, Nee, das war auf jeden Fall sehr wunderschön gerade. Das stimmt, das war richtig safe, das war ein Game Saver. Die andere Person ist einfach rausgejumpt und Chappi hat sich gedacht, nö, Alter, du Pussy. Er holt sich den Luna nochmal! Alter, ich glaube Chappi. Aber jetzt wurde er von dem Charge auseinandergenommen. Ja, und der Charge holt direkt 2 Picks. Ist noch was auf dem Tor? Der okay, jumpt wieder raus. Er ist was Dians für die Möglichkeit, hier die mitzubekommen. Ja, passiert jetzt nicht gerade recht viel. Auf jeden Fall kommen wieder ein paar Ultis raus von Spirit Inc. Oh, der Bluna, schöner Kill. Gibt aber leider. Auf jeden Fall, Büding hat ja eine recht gute Defense gemacht. Und versuchen die wieder die Tower mitzubekommen. Das Tower hält gerade die Mitte einfach, aber sie haben keinen Lead, die müssen auf jeden Fall jetzt reingehen und das machen. Stimmt. Aber das Büding hat hier die Ults und usen sie recht early, glaube ich, meiner Meinung nach. Verteidigung. Das werden gerade viele Ults geused. Luna hier left flank, bekommt vielleicht ein paar mehr Picks. Oh. Ja, schöne Picks. Luna last. Der Luna auf jeden Fall last. Ich glaube der Luna, was ich, geht er raus? Bleibt er? Ja, er muss da rausgehen. Er geht raus, definitiv. Da, glaub ich, nee, er geht nicht raus, er bleibt dort. Justi und auf jeden Fall den Ninja.
Oh, und stirbt am X-Strike. Oh, oh, den hat er gut gesetzt. Das war bitter. Vom Dr. Spoil. Auf jeden Fall Ulti von Vastayans. Der Shot stirbt da an der Bombe. Auf jeden Fall Vastayans wieder am Pushen. Wir müssen uns auf jeden Fall die Elite haben. Push. Ah, Elite wieder downs. 2 gegen 3 Situationen. Ist das der Lead? Ist es ja, der Lead? Ist der Lead. Der Elite stirbt da wieder direkt. Spirit Inc. muss jetzt auf Tower und wir hätten. Der Shot ist Lars. Der Shot geht auf Tower. Der Shot. Was macht ja, der Shot? Oh, er wird sich einfach noch. Und er stirbt. Spirit Inc. muss jetzt auf jeden Fall wieder pushen. Oh, letzter, auf jeden Fall letzter Versuch, denke ich mal, für die. Das stimmt. Es muss jetzt alles klappen. Sie brauchen jetzt auf jeden Fall die Ultis. Der Luna ist auf jeden Fall tot. Der Elite muss jetzt auf jeden Fall raus, glaube ich. Der Elite ist hier die zweitgrößte Hürde nach dem Blaster. Das heißt, wenn der Elite jetzt raus ist, hat Spirit auf jeden Fall gute Möglichkeit hier, das machen zu können. Wenn es jetzt nicht hier unnötig sterben an der Bombe. Oh, die Booyah, die könnte echt aua sein. Die kommt zwei, Leute. Der Blaster hat der Tower wird gehalten. Oh, der wird jetzt durchgeinstrackt. Das ist es. Schade. Und 4-1 für Vastayans. Inkstrike ist schon echt ekelhaft so auf dem letzten Tower. Du kannst einfach nichts gegen machen. Vastayans ist, das ist auch das letzte Spiel für Vastayans. Also das letzte, in den Wochen. Gebrochen. Ja. Und wenn sie jetzt auf jeden Fall hier gewinnen sollten, stehen sie 3-2 und haben eventuell gute Chancen, wenn Pythons oder Pazilandica nicht auch noch gewinnen. Wobei Pythons noch 2 Spiele hat. Und auch 2 Wins. Es wird auf jeden Fall sehr close hier zwischen Pythons, Pazilandica und Vastayans, sofern Spirit Inc. heute verliert. Und wir gehen vielleicht ins letzte Game rein, weil Matchpoint für Vastayans. Wie findest du die Map? Schwertmuschelreservoir? Boah, ich finde die Map irgendwie richtig, irgendwie richtig rützig, irgendwie, keine Ahnung. Ich feier die Map voll, also ich finde, das ist, ich weiß nicht, es ist für mich einer der guten Maps sogar, finde ich. Kannst von vielen Seiten reinpushen, die Mitte relativ interessant, was das Kämpfen angeht. Also ich finde die Map okay, also ich finde sie echt gut gemacht. Ja, ich finde Sterbehaft ist ja eine gute Map. Und was sagst du jetzt? Richtig. Ah, warte. Ich tue hier gerade den Löschbutton zu finden, aber irgendwie ist er nicht einprogrammiert. Schade. Pech für dich. Na, der Löschbutton wurde wahrscheinlich gedidos. Ja. Wollte wohl jemand schon vorher nicht, dass sich jemand löschen tut. Schade. Die wollten einfach nicht unnötig Löschbuttons ausgeben, weil sie denken, bei mir ist es eh unnötig. Ja. Du hast dich ja schon gelöscht. Oh, geben wir jetzt rein. Dann gehen wir mal rein. Schwertmuschelreservoir, Spirit Inc. gegen Vastayans, wahrscheinlich Matchpoint. Ja, noch immer. Ja, das stimmt. Nee, Game 1, Leute, Division 2, Woche 5, Leute, wir beginnen mit Game 1. Oh, erst der Pick vom Charger. Auf jeden Fall wieder auf die Brush hier. Die Nord bekommt hier leider keinen Kill, der Blaster wieder. Oh, der Blaster. Ich fass es nicht, der Blaster. Oh, nice Kill von Elite. Spirit Inc. hat direkt schon irgendwie Probleme reinzukommen. Das stimmt, sie müssen auf jeden Fall nicht sehr gut Gutes bekommen. Ja, wir haben damit ein bisschen Blaster-Pick bekommen. Das ist wichtig, jetzt müssen sie auf jeden Fall was machen. Kommt das Storm die Bosch will White flanken. Aber die Bosch flankt irgendwie nicht. Bekommt vielleicht den Kill? Jawohl.
Und dann kriegt auch noch den Open-Rainmaker. Ja. Der Blaster ist last, der Blaster chillt, der Blaster bekommt einen Kill. Ich dachte, der Blaster ist in Rainmaker eingequetscht. Wie ist er jetzt durchgekommen? Oh, lag. Unglaublich. Ja, lag, lag. Wir kennen das Spiel doch, lag. Auf jeden Fall, Spielding muss was aus dieser Situation machen. Sie müssen auf den Cooler da. Oh, jetzt sind schon wieder zwei tot bei Spirit. Sie müssen auf jeden Fall was gegen sich gegen den Elite einfallen lassen. Den Blaster können sie ja natürlich zusammen. Ja, den Naut bekommt. Ja, der Naut hat den Blaster bekommen. Das heißt, sie müssen jetzt auf jeden Fall. Der Elite ist ja top und snipe. Oh, der schillt erstmal sein Leben da rum. Stimmt, der tut auch mit seinem Laser ein bisschen rum tanzen. Oh, aber der Wimmiger stirbt am Instrike. Oh. Blaster auf jeden Fall 1 gegen 1 gegen den Blaster. Das war kein 1 gegen 1, das war einfach eine Zerstörung von Blaster. Auf jeden Fall, was da jetzt die Möglichkeit wieder reinpushen zu können. Sofern Spirit Inc. Hier nicht Kills bekommt. Das wäre jetzt wichtig gewesen, hätte der Rusher jetzt 2 Kills geholt. Wichtig gewesen, ne? Das stimmt. Das ist Loschin gestorben. Ah, der Blaster nice bekommt die Naut. Die Maschine. Schappi versucht den Blaster zu holen, schafft es leider nicht im Nahkampf. Da kommt auf jeden Fall die Bush wieder. Bush pusht den Blaster, aber doch nicht. Die Double Teaming. Oh, der Tribe bekommt auf jeden Fall den Blaster. Das ist aber gutes Double Teaming von denen. Das stimmt, aber sie wollen den Blaster immer zu sehr. Sie konzentrieren sich sehr viel auf den Blaster und sterben dann aber einfach so. Oh, der Elite holt sich die kleinen Fische von hinten einfach weg. Naja. Der Blaster holt sich die Haie und der Elite holt sich die Nahrung für die Haie. So ein Ding die ist Makrelen. Das. Die Makrelen. Und die Thunfische, auch wichtig. Auf jeden Fall, der Elite chillt sein Leben in mit. Was Dians kann natürlich wieder reinpushen, sie haben die Möglichkeit, aber sie warten wahrscheinlich, bis der Wimmiger in Mitte wieder kommt. Lass einfach wieder rein zum Pushen, wo der Zwei stirbt wieder. Naut kriegt einen Trade raus auf den Lasser. Richtig. Auf jeden Fall, der Shot versucht hat, den Shot zu bekommen. Er verkackt, es ist unglaublich. Was Dians auf jeden Fall wieder die Möglichkeit rein zu pushen. Der Elite ist aber tot und eine 2 gegen 2 Situation. Der T-Tech wartet erstmal, bis er hier zugreifen kann. Das stimmt, er stirbt durch die Naut, aber da wollte der T-Tech zu viel haben. Ich muss jetzt auf jeden Fall die Ultis bekommen und hier sie müssen pushen. Allgemein mal jetzt was machen. Sie haben noch nicht einen Punkt gepusht. Sie haben noch nur eine Minute Zeit. Und ein Pick jetzt gemacht. Komm, Post jetzt geht doch mal rein da. Los. Houston Rain auf jeden Fall. Bitte Houston Rain left side oder auch in mit. Okay. Egal, sie müssen auf jeden Fall. Noch einer tot. Elite tot. Das sind 3 tot, so gesagt. Theoretisch. Die Brush ist gestorben, das aber. Kriegt einfach keiner. Was ist denn da los? Mach ich. Sie brauchen zu lang. Sie können jetzt über left pushen. Push über left. Nee, sie wollen den Check mit. Sie wollen. Oh mein Gott. Sie gehen jetzt mal über Checkpoint. Ist es die Lead? Das ist Checkpoint aber noch rüber. Oh, Junge. Eine 4-2 Situation für Vastarians. 30 Sekunden left auf der Uhr. Oh, fast letzter Try for Spirit Egg, wenn da jetzt nichts kommt. Für den muss er jetzt rein. Aber nicht rein feeden, sondern koordiniert rein. Aber ich glaube, das schafft sie nicht mehr. Die Brühe kommt, die Brühe müssen wir jetzt nice eigentlich nur halten. Oh, nice Pick auf den T-Tech. Stimmt. Der Try. Oh, der Try kriegt noch einen raus. Die brauchen Machine Last. Es sind drei tot. Mein Gott. Jetzt. Es sind alle tot. Nur noch T-Tech respawned. Jetzt pusht rein. Geht Spirit. Rein, ihr müsst pushen. Push. Oh. Sie sterben beide. Sie brauchen auf jeden Fall die Lead. Die brauchen viel was zu macht lange. Der, was macht der? Was macht der? Was macht der? Was macht der? Der da oben macht alle weg. Lauf. Er. Ja. Spirit in 4-2. Er hat einfach da oben alle weggemacht. Digga, der Rainmaker ist erstmal einen Spaziergang gegangen. Der hat sich gedacht, komm, wir gehen jetzt mal Mackie und holen sich den Happy Meal da und dann pushen wir. Alter! Der Rainmaker hat sich extrem viel Zeit gelassen, dass das nicht bestraft wurde. Unglaublich. Alter, ich bekomme auch die Krise und wir bedanken uns bei NewPet für sein 28. Monat, was er bei der DSB abonniert hat. Alter, du hast einen Geldscheißer. Noob, gib mal was ab.
Du kriegst auf jeden Fall den VIP-Zugang. Ja, die DSB hat ja auch einen. Naja. Den könnt ihr auch bekommen, wenn ihr halt den Server boosten Abonniert. tut, wenn ihr abonniert oder spenden tut. Dann bekommt ihr auch eine VIP-Rolle für den Server und kriegt viele Oder tolle Aces auf dem Server. man schnurrt Deswegen, sich einfach Prime. ja, oder man sollte es freuen. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Spende, über jedes Abo. Das stimmt. Also wenn ihr Probleme mit der DSB-LAN habt, mit dem Ort, dann spendet einfach, dann kann die DSB einen anderen Ort aussuchen. Kuss, Kuss. Und weiter geht's mit Senkluft Muschelkaus. Schon wieder Muschelkaus. Ich glaube, ich kriege die Aggression hier, Alter. Hey, jetzt das zweite Mal klemmen, jetzt erst die Luft. Ist das schon zweimal zu viel? Also Senkluft, das ist auf jeden Fall eine interessante Map. Ich zum Beispiel finde sie auch eher neutral. Die ist nicht schlecht, aber ich finde sie halt, wie gesagt, echt neutral. Ich Junge, schnur mir Prime von meinem Dad. Mein Pat Gott, weiß auf ey. jeden Fall, wie es geht. Seit 28 Monaten. Unglaublich, der Typ. Auf jeden Fall, Comp ist geblieben von Spirit Inc. Vielleicht klappt es ja damit jetzt besser. Und ja, die kommen von was Styrens ist irgendwie auch nicht geändert worden, außer der Range Blaster wieder. Jetzt gibt es wieder aufs Schnauze. Der Range Blaster Wir bekommt wollen auf wahrscheinlich jeden wieder Fall gleich den den Sieg ersten haben, man Pick. merkt auf jeden Fall. Jeder Punkt ist auf jeden Fall jetzt wichtig für beide Teams. Das stimmt. Die Pasch möchte auf jeden Fall nicht sterben durch den Blaster. Eine 3-2-Situation, die Naut bekommt einen Pick 2-2. Oh, Eine der Blaster Blaster, wollte eine Blaster, beamen. Blaster. Er kriegt den Ah, auch der noch Blaster raus. verkackt. Den Naut, jetzt sie haben Möglichkeit. Sie brauchen eine Clamp, eine zwei Clamps. Sie dürfen nicht sterben. Aber sie, Die wenn haben sie die jetzt auch Clamps, ja, alle klar. den Kopf verlassen, dann können was dann wieder die Demons bekommen. Die Pasch Oh mein stirbt aber. Gott! Oh, Die die Naut Bombe kriegt oder zwei was auch immer Picks. das war. Nein, es war der Regen und Naut. Oh, stark auf jeden Fall. Die Crap hier auch geused worden. Relativ defensiv geused. Leider hat jemanden gekillt. Ja, ich glaube, das war nur eine Absicherung, damit es für die irgendwie dran geht. Genau. Zu defensiv. Zu Defense. Ja, der schaut auf jeden Fall ein bisschen rein, die viele von Spirit Inc. Ja, Spirit Inc. Mit der Defense, aber sie werden jetzt wieder gepusht von Ultis. Sie dürfen jetzt auf jeden Fall nicht zusammenbrechen hier. Oh, es Aber ist ich der glaube, erste genau Push das versucht. tun sie. Oh, ein Trade noch vom Shot zum Shot, zum Splash. Es ist gerade eine 3 gegen 1 Und der Blaster Situation. stirbt, Auf jeden die Naut Fall. Oh, stirbt ein durch Blaster. Regenschild. Ne, Haben sie Drehen? es Okay. verteidigt? Sie haben es verteidigt. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber sie haben es geschafft. Dieser Storm, den die Naut gesetzt hat. Oh, dieser Oh, schöner Sniper, wirklich Snipe. mächtig. Der Storm von der Naut war ziemlich stark. Er hat damit sogar einen rausgeholt. Das ist einfach sehr wichtig, ja. Aber was da jetzt noch immer hier die Oberhand in mit. Die Bush, tut ein bisschen Bush-Things machen mit. Oh, der Shot stirbt durch die 2, wichtiger Ja, Pick. 3 gegen 4 Situation. Ich muss jetzt langsam mal was tun. Oh, 3 Der 2 gegen 1. stirbt, der Shot. Der Elite stirbt Oh, auch, oha, Angelak. Er stark. wurde gesegnet. Angela. Er hat noch einen! Oh, der Blast ist dead. Das ist Jetzt jetzt die Chance für Spirit Spirit Inc. Inc. Bisschen Probleme mit der Oh, mit der Koordination der Crap und. Clamps. Hilfe. Aber die Schmerz Crab als kriegt jemand Coach. raus. Kommt da erstmal die nächsten Ink-Strikes rein. Der Shot Shark dabei, ich weiß nicht, ob das so klug ist. Was macht er? Bekommt einen Pick. Er darf jetzt nicht zu früh rausgehen. Ja, okay. Gut. Er ist, glaube ich, zum perfekten Zeitpunkt rausgegangen. Ja, Der ich glaube. Blaster will auf jeden Fall ein bisschen was versuchen. Er Oh, kriegt der sogar noch einen Blaster Trade bekommt einen raus. Pick. Es ist unglaublich, was der Blaster macht. 3 gegen 3 Situation Der gerade. Try Shark der bei der Wall, ich glaube, der will den Eli da irgendwie, aber. Also zur Zeit 40 nicht Der dran. Blaster weiß, dass der Try da ist, oder. Oh mein Das Gott. war irgendwie komisch. Das Der war Try hätte auf nicht jeden Fall lächerlich. rausjumpen müssen, auf jeden Fall. Ich glaube. Der Try hat mal gesagt: Guckt, Leute, hier bin ich, killt mich bitte. Auf jeden Fall, kämpft die beiden Teams jetzt um mit. Ist gerade sehr umstritten, ne? Jetzt kommen ja die ersten Ults rein. Es gab es noch bis keinen Push-Lead, also irgendwie Punkte Ne, gedings es wo. ist gerade wirklich sehr ausgiebig. Aber zwei sind tot auf der Seite von
Spirit Inks. Ist das der erste Push? Nein, der ist mit Knight. Starke Defense von Spirit Inc. Sie schaffen es immer irgendwie. Der Blaster will den Clamp, der Blaster. Der kriegt den aber nicht rein. Oh, Jesus Maria. Die Brush bekommt hier. Der kriegt nochmal zwei Kills. Oh, der Shot ist last. Hinaut gegen den Shot. Ich glaube, der Shot will irgendwie die Pick haben. Unglaublich. Ja, aber kriegt nicht. Es ist ziemlich stark verteidigt worden von Spirit Inc. Das stimmt. Beide Teams sind auf jeden Fall gerade auf Hochton. Pult wahrscheinlich beide von 180. Nochmal 360. Die Brush auf jeden Fall würde ich Top mir mit. Sorgen machen. Nee. Normalfall, normal. Oh, zwei tot auf der Seite von was war Jans? Auf jeden Fall Spirit Inc. Spirit Inc. muss auf jeden Fall jetzt was machen. Das stimmt. Der hat einen Jump und raus. Sie kriegen die erste Clam rein. Sie bekommt den Picks. Oh mein Gott, nur 3 Sekunden left. Spirit Inc. kann jetzt pushen. Der Blaster. Der Blaster stimmt an dem Quasto. Die Cap Use auf jeden Fall. Ah, das Spirit Inc. Oh, er verwirft. 65, jetzt, wenn sie das jetzt noch verteidigen, haben sie die Runde gewonnen. Geht das doch raus, was ist denn mit euch? Was macht ihr denn? Ich weiß es nicht, was sie wollten. Die wollten einfach nur mit Clams, aber egal. Spirit Inc. muss jetzt auf jeden Fall die Defense halten. Wenn sie jetzt wieder Glück haben bei der Defense oder Skill, was auch immer das vorhin war, dann ist das ihr Sieg. Aber, falls schaffen sie es. Auf jeden Fall, was Steins muss jetzt reingehen. Die Elite hat die Big. Oh, und ich schmeiß nur Bomben auf die Naut. Rein. Oh mein Gott. Oh, was Steins muss jetzt rein mit der Pick, aber. Schaffen sie. Das sind drei Timeout. Timeout. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich wäre jetzt so sauer, ne? Ich wäre so sauer gewesen, ja? Die Zeit ist der größte Endgegner, auch im echten Leben, Leute. Naja, auf jeden Fall 3-4. 3-4 ist cool auf. Ich glaube, die hören gerade auf uns. Die hören auf uns, ja. Die hören auf uns, als wir einfach gesagt haben, ihr sollt jetzt mal zeigen, was ihr könnt. Guck mal, es geht auf einmal los hier. Ja, ich scheiße jetzt einfach im Teamchat. Ich hab die vorhin im Teamchat zusammengeschissen, wenn ich das mache. Das ist natürlich Spaß. Ich bin ein netter Coach, Leute. Also, wenn ihr hier Coaching haben wollt, ja, vielleicht einmal im Monat. Haben, ja. Nee, ich bin kostenlos. Tatsächlich bin ich noch kostenlos. Natürlich. Ich bin kostenlos. Wahrscheinlich so 25 Euro pro Woche. Nee. Ah, so viel Geld haben die leider nicht. Also, ich würde es nehmen, aber, ne. Ja, doch, Pfandflaschen hat die jetzt so. Ja, das soll einfach 25 Mal irgendwie Wasser trinken oder so und dann abfahrt. Ja, also alle müssen das ja nur machen. Nee, 250 Flaschen, du. Ich weiß ja nicht, wir in Österreich haben kein Pfand. Ich weiß nicht, wie der Pfand bei euch ist. Ich bin auch behindert, du 100 Flaschen. Hey. Ich weiß nicht, wie bei euch der Pfand ist, Alter. 25 Cent. Ja, okay. Bei euch? Wir haben kein Pfand. Sehen wir so aus? Wir haben kein Pfand. Hä? Wir sind Österreich. Was erwartest du von Österreich? Warte, ich google jetzt mal, hat Österreich Pfand? Das ist mir komplett neu, Alter. Also schmeißt ihr die Dinger immer sofort weg, oder was? Ja. Okay, bei uns, Alter, die horten das geführt im Keller mit so, keine Ahnung, 10 Tüten, Alter, und bringen das vielleicht einmal im Jahr weg. Ah, nee. Ab 1. Januar 2025 gilt in Österreich ein Einwegpfand. Wer eine Einwegflasche oder Dose kauft, bezahlt einen kleinen Betrag als Pfand. Ah, schade. Warte, wann? 2025 erst? Ja, 1. Januar 2025. Irgendwo. Naja, auf jeden Fall die nächste Map hier. Tum Commando Permut Akademie, auf jeden Fall eine der besseren Maps in dieser Woche. Oh, Permut Akademie ist richtig cool. Habe ich auch schon damals gefallen. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle wollen schon wieder Zelda spielen. Du hast uns gerade selber, dass die hier so lange spielen müssen. Ja, hier sind richtig sauer. Ja, ich werde auch sauer. Ich will eigentlich Apex spielen, aber... Nee, das willst du nicht. Das ist eine Ausrede. Du willst das, wir kommentieren. Du willst das. Scheiß will ich, hä? Am liebsten hätte ich heute jemanden irgendwie genommen noch. Ja, wenn es halt eben gehen würde. Naja, egal. Ein Sloshing von Swirling auf jeden Fall. Also ein Sloshing, Slosher meine ich. Ja, das sind jetzt auf einmal Duris mit bei. Okay. Stimmt, VDS. Ich glaube, das ist der Blaster. Also der Shoko ist VDS, glaube ich, oder? Ja. Ja, müsste, ja. Wurde direkt Kill von der Crap geholt. Slash. Das war auf jeden Fall ein heftiger Kill von Lufti. Aber das Building kann ja pushen, kommen ja weiter Picks. Die VDS werden Left Top gepusht.
Spirit ihn hier auf jeden Fall mit starker Dominanz auf Tower. Ich glaube, Tower ist so einer der besseren Nodes. Oh, wie der stirbt. Oh, eine 3-2-Situation. Spirit-Ink bekommt vielleicht Tower Checkpoint 2. Oh, nee, da wurde aber leider nicht, leider nicht, leider nicht. Das Losche Shark dort, ich habe ganz böse Vorahnungen. Oh, nee, P nicht. Bekommt er wieder so den Illidan. Pass auf. Illidan stirbt gleich. Und der Illidan stirbt. Ich hab's euch gecallt. Ich bin's. Slosho bekommt vielleicht keinen zweiten Pick. Schade. Auf jeden Fall trotz einer 3-2-Situation für Spirit Ink. Oh. Schön, hat auf jeden Fall ja, angefangen zu pushen. Schönes Double-Teaming hier von Spirit Ink. Oh. Ist auf jeden Fall Ulti-Shredded. Die können sie auch usen. Ah, ich glaube, die Crab muss ja weg. Die Crab muss unbedingt weg, aber sie geht nicht auf die Crab. Ach, diese Range von der Crab ist wirklich lächerlich, ey. Nee, ich finde sie normal. Könnte größer sein. Weil du ein fucking Splashman bist, Schnauze. Das stimmt nicht, ich spiele Spike. Schade. Ich werd gemobbt. Auf jeden Fall, zwei Kills. Hat Spike die Möglichkeit, hier einen Vibe zu bekommen und, Delete. Erste Push von Vasai. Spirit Ink hat auf jeden Fall Crab ready, das heißt, wenn sie jetzt abwarten und die Crab nicht stirbt, dann können sie auf jeden Fall den Tower bekommen. Aber ich glaube, sie ist gestorben. Es sind drei Tore auf der Seite von Spirit Ink, was ist passiert da gerade schon wieder? Das ist unfassbar, ich habe keine Ahnung. Rennt bitte nicht solo rein, jetzt kommt, ihr müsst das doch jetzt halten. Wieder einer tot auf der Seite von Spirit Ink. Spirit Ink bricht auf jeden Fall zusammen, der hat Crap gelöst. Oh, jetzt kommen erstmal noch die Inkstorms rein. Die pushen halt immer weiter, niemand hält den Tower gerade auf, das ist sehr schlimm. Die gehen da einfach nur mal wie die Hühner rein, es ist unfassbar. Oh, Spirit Ink jetzt auf Power, wunderschön. Jetzt kommt er langsam ein bisschen raus. Spirit Ink muss auf jeden Fall bis 15 pushen, das ist ein 15 ist ein sehr starker Push auf dieser Map. Oh mein Gott, der CDS kriegt sogar noch einen jemand. Der VDS kriegt sogar noch jemanden raus. Ich hab ganz Schmerzen, ich hab ganz große Schmerzen als Coach. Und der Tower pusht wieder weiter. Was ist da los, Spirit Ink? Ja, wo ist eure Dominanz vom Game 1 von Tower, hä? Habt ihr das verkauft für Clam oder was? Die sind gerade nur die ganze Zeit damit beschäftigt, die Leute umzubringen bei denen spawnen. Die kommen gerade wirklich nicht richtig raus. Auf jeden Fall, jetzt haben sie die Möglichkeit, sind auch Odys ready. Das heißt, sie können jetzt auf Tower gehen, wenn sie bitte nicht durch den Elite sterben. Spirit Ink muss auf Tower gehen und hier auch pushen. Aber sie sterben wieder, sie holen einen Trade raus. Der Slosher flankt da, aber kommt leider nicht mehr weiter. Ich glaube, jetzt ist der Slosher halt einfach zu weit weg, um da in seinem Mitz helfen zu können. Ja, und jetzt so abgetrennt von den anderen. Okay. Und so wirklich Paint haben die auch nicht für den Slosher. Aber ich glaube, das geht schon noch. Ja, Paint geht schon, aber die ist fit die Range. Die haben halt zwei Range. Ja. Das sind zwei tot jetzt. Das müssen wir aber mal ausnutzen jetzt hier. Die haben noch eine Minute last. Spirit Ink musste jetzt den Splash bekommen. Splash hat Crab ready. Das heißt, das Splash muss jetzt auf jeden Fall weg. Komm, wir wollen noch ein neues Game sehen. Kommt, schränkt euch an. Ja, true. Die Crab kommt da hinten, aber. Das ist. Die ist viel zu früh gesetzt worden. Viel zu früh. Viel zu weit hinten, auf jeden Fall. Aber Spirit-Ink stirbt, Spirit-Ink stirbt. Ich komm, nein! Sie haben auf jeden Fall noch Zeit, sie haben noch 30 Sekunden Zeit. Ja, aber ich will jetzt wieder respawnen und die Ultis bekommen. Ich glaube. Die andere Seite hat jetzt schon wieder bald alle Ultis ready. Ja. Ich will mich nicht festlegen, aber ich glaube, das ist das Game. Game für was Dines, oder? Sie haben 17 Sekunden left. Kommt die Crab? Crab kommt. Ihr Crab choppt auf jeden Fall. Wird einfach schon fast kaputt gemacht. Kriegt noch einen raus, die Crab hat zwei Leute rausbekommen. Spirit Ink muss jetzt auf Tower, aber der Elite weiß das und... Oh, oder, das ist es. Das ist es. Ist der... Nein, nein, nein! Oh, schade. Das ist der Win für... Ey, es ist so gebrochen, Alter. Ich bin gebrochen. Ich bin nicht parteiisch, Leute. GG an was Dians. Auf jeden Fall 5-3 sehr starke Games hier. Du hast sehr gut gespielt für beide Teams. Das stimmt. Aber leider kann immer nur ein Team als Sieger vorgehen. Macht einfach einfach nur Best of 8, Leute, bitte. Dann gibt's Unentschieden.
Okay, die Jungs sollen auch noch ein Interview haben. Wollen wir das aber auch? Ich glaube, wir wollen das, oder? Ja, sicher, ja. Die würden uns Das natürlich ist anhören, wie es denn geht. natürlich. Ich glaube, ja. Ich glaube, die Deswegen. weinen jetzt richtig. Deswegen, was Tajans, wir würden uns wünschen, wenn ihr jetzt gleich diesen Channel betreten würdet, damit ihr euer schönes Interview bekommt. Entscheidet, welche zwei Leute rein wollen. Solange sagen wir schon mal, erwähnen wir einfach nochmal, es wird wirklich sehr viel Arbeit in die DSP reingesteckt. Wir wollen uns wirklich, wirklich über wir freuen uns auf jeden Fall über jede Spende, über jeden Sub, über jede Unterstützung, die ihr uns gebt, bedanken wir uns auf jeden Fall wirklich sehr. Auf jeden Fall. Damit wir hier auch noch schöne weitere Events für euch machen können und diese Arbeit, die reingesteckt wird, auch wertgeschätzt wird. Aber was sind die zwei Leute im Interview, Voice? Dann holen wir Und die. wir haben den Blaster, ja, mein Gott. Kuss. Dann holen wir einfach mal die beiden ran und gucken mal, was die dort zu sagen haben. Ja. Hallöle. Moin. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie fühlt ihr euch? Gut, sehr gut. So sauer. Aber Warum? weil das so unnötig war, dass wir die manche Games weggeworfen haben. Die letzten zwei haben genauso Ich sein. meine, das Clamblitz Game am Ende, wir haben irgendwie drei Leute getötet. Wir hätten nur Clam gegenwerfen müssen, aber hatten keine Zeit mehr. Das war so Das unnötige Sachen war sehr einfach. anlage, stimmt. Ihr habt es auf jeden Fall nochmal spannend gemacht. Ja. Alles für die Spannung. Bisschen Alles für den Stream. Entertainment bieten. Ja, das ist für die Games. War eigentlich gar nicht gewollt. Ah oh ja. Okay. Spaß. Naja, Joa. war entspannt. War Aber gerade GGs gespielt. an die Gegner. Ja. Okay, Nupad fragt auf jeden Fall eine Frage an Schoko von Nupad. Warum eigentlich Div 2? Ich glaube, das folgen uns alle. Sage ich ganz ehrlich, ich habe jetzt locker, wie lange nicht aktiv gespielt? 2, 3 Monate mindestens. Auch vorher schon nur wenig. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Aber dafür Und war vor dein allem Aim habe ja ich. heute gut. Ja, die Mechanics, die verlernt man nicht so schnell, das ist Muscle Memory. Ist halt wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Eben. Nein, wirklich jetzt! Das ist noch das Einfachste, was ich lerne, wenn ich schon wieder anfange, aktiver zu spielen. Und es ist halt einfach spaßig, mit den Leuten, mit denen ich jetzt spiele, zu spielen im Team. Also, warum nicht? Es interessiert mich nicht, ob das jetzt Div 2 ist. Das ist noch relativ hoch angesteckt. Gut, Dass wir gut, da gut. überhaupt mithalten können, ist eigentlich ganz cool. Das hört man doch wohl gerne. Stimmt. Auf jeden Fall steht ihr jetzt, glaube ich, jetzt mit 3 Siegen und 2 Niederlagen. Ich glaube, auf dem zweiten Platz jetzt dann. Ja, das ist, was ich gedacht habe. Ja, da weiß ich jetzt noch auf dem dritten Platz. Der zweite Platz momentan noch von Pythons mit 2 Wins und einem Loss. Die müssen auf Ja. jeden Fall noch 2 Games spielen. Das wird auf jeden Fall noch spannender. Spielen die gegen Parzellantika? Nee, ne? Weil die sind ja gedroppt. Nee, Matter of Opinion ist Mit der raus. Opinion ist gedrungen. Ah, ja, okay. Lesen muss man Parzellantika können. ist noch da. Die müssen noch gegen Spirit Inc. und gegen Patelantica. Okay. Okay. Ja, schauen wir mal. Die viele kommen weiter, die Top 2, ne? Top 2, genau, Top 2. Ich glaube, es gibt aber auch einen Peter Pocket. Das interessiert uns nicht, wir wollen nach oben. Nicht nach unten, schade. Nee. Was denn für Und ein. diese... Warte, was? Gibt noch ein Beta-Bracket? Echt? Ich glaube schon, also wenn Interesse besteht und ja, dann gibt es wahrscheinlich auch ein Beta-Bracket, soweit ich weiß. Oh, krank, wusste ich gar nicht. Ich glaube, das hat Clazy irgendwann mal vor Ewigkeiten in Announcement reingeschrieben. Ich lese so selten Announcements wirklich. Ah, guter Kommentator. Nein, das ist gut. Eine Frage von Pokémon-Fan TCG. Habt ihr den Blaster von Anfang an nehmen wollen oder war es eher eine spontane Entscheidung? Welchen? Ich glaube, wir reden alle von dir, oder Ich nicht? glaube, ja, von Schoko. Ich glaube, Ja, allgemein Blaster. ich dachte, das wäre ein bestimmtes Match oder so gemeint, aber nee, ich bin Blaster One-Trick. Ja. Eigentlich Das ist ja Range nett. Blaster, aber ich sage ehrlich, ich muss wieder ein bisschen mehr Luna spielen.
um mich auf den neuen Blaster vorbereiten zu können. Das Ding ist so ehrlich so geil. Das ist eine Mischung aus basically RB und Luna, also. Oh. Das ist One Trick? Hm? One Trick? Ja, sowieso, safe. Das ist das Kit, das ist mir relativ egal. Die Main-Waffe ist einfach komplett busted. Was hat die eigentlich nochmal? Ich glaube, Sprinkler und Reefslider. Reefslider, genau. Ja, kranke Set dazu Reefslider. Auch noch, ey. Ich mag Reefslider eigentlich als Ult, so wäre sie nicht so scheiße. Dann wäre es sogar actually ganz lustig, damit zu spielen. Da entstehen bestimmt gute Kombos, was weiß ich. Mit dem Longshot vom Superscope und dann dem Reefslider. Das Einzige, was ich rausfinden muss dann, ist, ob der äußerste Indirect Hit vom Superscope mit dem äußersten Hit vom Reefslider killt. Wenn das geht, dann sehe ich gute Chancen dafür. Wenn nicht, dann ja, kloppen wir es wieder in die Tonne. Dann gehe ich wieder lieber wieder zurück zu Hobby. Dann muss ich halt ein bisschen länger warten auf mein Grimkit, aber dann ist halt so. Ja. Aber schauen wir mal, was wird. Das liegt alles noch in den Sternen. Gut, gut, gut. Ja. Auf jeden Fall nicht wegen Wild DSP, sondern mich würde es wirklich von mir selber interessieren. Wie kommt ihr auf diesen Teamnamen? Keine Ahnung, der ist entstanden, bevor ich da war. Ja. Wie wird er eigentlich ausgesprochen? Haben wir den da richtig ausgesprochen im Stream? Vestaliens. Okay. Vestaliens, sag ich, ich hab ihn verkackt. Richtig. Das ist aber auch so ein Name, den kann man gefühlt nicht aussprechen. Ja, ja. Ich hab's nicht gewagt, den auszusprechen. Schreibt den nur. Jeder irgendwie verkackt, also. Komischer Couch-Koro. Okay. Ihr wollt jetzt wissen, warum, oder was? Ja, denk schon, oder? Ja. Auch, ja. Ja. Es gibt da so ein Virgin-Game, das heißt League of Legends. Ah. Oh. Da gibt es so eine Rasse, die heißt Vestalians, das ist so quasi, oder ein Volk, keine Ahnung, wie man es nennen will. Die sind quasi halb Mensch, halb Tier, also nicht halb Tier, eher so Viertel oder so, die haben halt so tierische Eigenschaften. Mhm. Und da dachte ich mir, weil Splatoon spielst du ja auch einen Menschen quasi und einen Squid, ist ja im Prinzip dasselbe. Der League of Legends Riz. Ja. Scheiße. Dass es vielleicht ein passender Name wäre, aber wir oder ich bin sehr unzufrieden mit dem Namen. Deswegen. Wird Zeit für eine Namensänderung. Rebrand. Kann sehr gut sein, dass der Name noch geändert wird, ja. Okay, jetzt noch die letzte Frage von dem guten Malte. An den Blaster-Spieler, wie lange spielst du schon Splatoon und ab wann hast du Blaster angefangen? Im Prinzip beides seit 2015, Splatoon 1. Competitive habe ich erst Early Splatoon 2 gespielt, aber Blaster spiele ich schon seit Early Splatoon 1. Damals Grimm gespielt, Splatoon 2 auch Grimm gespielt, nur halt nicht so oft. Anfangs habe ich noch ein paar andere Sachen gespielt, aber dann so gegen Mitte, Ende Splatoon 2, dann eigentlich fast nur noch Range Blaster und Splatoon 3 sowieso. Genauso wie bei mir, nur dass ich kein Blaster spiele. Ja, schade, würde mich sticken, wenn ich du wär. Bell kommt zweimal AB im Team. Nee, bitte nicht. Wo bleibt Paint herkommen? Ja. Den zieh ich mir aus dem Arsch. Könnte jetzt neues Platern erleben mit fucking Squid Beacons und. Das Ding wird so rotze. Beacons fühle ich gar nicht auf dem Ding, sag ich ehrlich. Wenn das schon overused wird, dann nur wegen den Missiles. Aber selbst dann nicht, glaube ich. Es gibt Flingser, hallo? Ja. Es gibt Bogen. Ach, geh mir weg damit. Es blinkiert den Bogen. Gott, ich denke nicht, dass hier noch irgendjemand anfassen wird. Das Ding hat ja null Killing Power, da ist Flingser besser, sag ich. Naja. So, da jetzt niemand mehr eine Frage hat, würde ich sagen, habt ihr noch irgendwelche abschließende Worte? Spielt alle Blaster. Blaster ist cool. wenn die Bazooka rauskommt, wird wild, sag ich ehrlich. Das ist super Scope. Das Ding sieht aus wie eine Bazooka. Wird hoffentlich reinschallern wie eine Bazooka. Dann schauen wir mal. Habt ihr euren Blaster-Freund gehört? Spielt Blaster, fertig ist, habt ihr das Game gewonnen. So. Genau. Habt ihr heute gesehen? Wenn ihr 0-20 gehen wollt, jedes Match an Spielblaster. Gut.
Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Games. Auf jeden Fall noch von mir herzlichen Glückwunsch, dass ihr gewonnen habt. Ja, von mir auch nochmal. Danke. Und auf jeden Fall noch viel Glück in der Zukunft. Und ja. Danke und euch noch viel Spaß beim Kommentieren für die nächsten Matches. Haben wir danach noch was? Nee, dann noch nee. Dann einfach bis zum nächsten Mal, I guess. Viel Spaß bei Tears of the Kingdom, was auch immer ihr jetzt spielt. Boah, ich geh jetzt Fett Forza Horizon spielen. Ich geh jetzt erstmal fett einen in die Schüssel hauen. der geht die Kloschüssel explodieren lassen. Stress shit. Dann wird Fukushima einmal raushauen. Einmal schiffen. Der Malte wird auf jeden Fall Blaster Man. Perfekt, sehr gut. Das freut mich zu hören. Also, ich grüße Niklas. Jo. Okay. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ja, morgen. Gleichfalls. Haut rein. Ciao. Bye, bye. So, und wir verabschieden uns auch. War leider heute nur ein Match da. Das stimmt. Wie ist morgen auf jeden Fall noch. Wird sich entscheiden. Abschließend auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ja, schönen Abend euch und ja, werd Blasterman. Habt ihr ja gehört, ne? Werd einfach Blasterman, genau. So, dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Abend. Was auch immer ihr jetzt noch tut. Morgen bestimmt am Donnerstag noch schön Schule. Macht das so gesagt nicht so lange, lernt noch für Arbeiten, Klausuren, was auch immer. Wenn ihr halt eine Ausbildung macht oder arbeiten seid, dann macht euch jetzt noch einen schönen Tag auf der Couch. Und wir hören uns auf jeden Fall morgen. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ach, das stimmt.